Unsere wöchentliche Rubrik Durchblick, 10. Ausgabe heute mit Steffen Kanser und Leiners Rosenlöcher. Hallo Jungs, wir beginnen mit dem Rückblick und fangen mit dem Steffen an. Du hast gegen Köln erstmals seit Oktober wieder in der Startelf gestanden und eine Ruhe ausgestrahlt, als wäre es das Normalste von der Welt. Warst du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ich war natürlich zufrieden, war natürlich auch gespannt, weil ich wusste, es ist eine lange Zeit jetzt, auch mit der Verletzung nochmal wieder zurückzukommen. Und habe mich natürlich gefreut, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir gewonnen haben. Hast du getan. Rosi, du konntest am Sonntag nicht mitwirken und warst stattdessen bei der Pressekonferenz vom Porsche Kids Day eingeteilt. Was war denn die lustigste Frage, die du bekommen hast? Wie mein Gehalt aussieht. Von einem, sagen wir, 12-Jährigen die Frage gestellt zu bekommen, war ganz lustig. Aber Jan Hochscheid hat das Ganze dann ganz gut aufgelöst. Und sonst war er noch dabei. Lieblingsfarbe und Lieblingsobst, das ist natürlich sehr spannend gewesen. Absolut. Kommen wir zum Einblick. Steffen, du blickst auf eine lange Leidenszeit zurück durch Verletzungen. Kommt das Pokalspiel gegen den SC Freital jetzt als weitere Wettkampfpraxis gerade richtig? Ja, natürlich. Ich freue mich natürlich über jedes Spiel, das ich machen kann. War jetzt schon eine ganze Zeit lang auch wieder verletzt und freue mich auf das Spiel. Und es ist auch ein wichtiges Spiel für uns. Und von daher kann es so weitergehen. Rosi, 7 Spiele hast du jetzt verpasst nach deiner Knieoperation. Du arbeitest fieberhaft an deinem Comeback. Wann sehen wir dich denn wieder auf dem Rasen? Ja, auf dem Rasen bin ich schon. Viel am Arbeiten mit unserem Athletiktrainer. Sieht sehr gut aus. Sitzt Woche 6/7 meines Reha-Programms. War ungefähr in dem Zeitraum auch geplant. Also ich bin voll im Soll. In der Woche vor Ulm hoffe ich, dass ich schon einiges mitmachen kann an Teiltraining. Richtig ernst wird es dann nach Ulm. Aber man kann nie wissen, ob es mal ein paar Tage schneller geht oder ein paar Tage länger braucht. Das klingt doch gut. Wir kommen zum Ausblick. Steffen, der Klassenerhalt ist mit 45 Punkten theoretisch zumindest geschafft. Welche Ziele habt ihr denn als Mannschaft und du persönlich noch in den verbleibenden 8 Spielen der Meisterschaft? Ja gut, ich glaube, jeder hat ja auch persönlichen Anspruch, in ein Spiel zu gehen, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist, glaube ich, jedem Profifußballer auch so ein bisschen auch drin. Von daher gilt es jetzt auch nichts abzuschenken. Es gibt noch viele Punkte zu vergeben. Wir haben natürlich auch noch wichtige Pokalreise hoffentlich vor uns. Und deswegen haben wir gar keinen Grund, irgendwie die Saison schon abzuhaken. Sehr vernünftig. Rosi, dein Vertrag läuft am Saisonende aus. Gibt es denn da neue Entwicklungen? Ja, Fokus jetzt natürlich erstmal auf dem Gesundwerden. Aber parallel laufen Gespräche. Sind beide Seiten aktiv dabei, eine gute Lösung zu finden. Gut, dann drücken wir die Daumen. Euch am Sonnabend viel Erfolg. Bis dahin, danke Jungs. Danke, ciao. Ciao.